Meine lieben Freunde, wir sind wieder bei Transport Fever, jetzt Folge 21 und das ist jetzt die, das wird die vorletzte sein, ich mach schon mal weiter. Wir sind im Jahr 2033 und wir haben beim letzten Mal die erste Tausenderstadt erreicht. Es geht gerade ein bisschen zurück, aber ich denke mal, das schwankt einfach jetzt noch ein bisschen hin und her. Ja, wir haben beim letzten Mal hier das Ganze angeschlossen mit dem Öl, sodass wir Treibstoff nach Pilsen bekommen, weswegen diese Stadt explodiert, die ist auf dem Weg, noch größer zu werden. Und das, ja, was soll ich sagen, es geht ja erst gerade richtig los mit den Lieferungen. Gut, was will ich noch machen? Ich habe zwei, drei Pläne. Einmal hätte ich gern, wir haben hier ein ICE. Auf der Strecke Düsseldorf-Straßburg, oder? Straßburg, Frankfurt-Düsseldorf, genau. Hier haben wir ein ICE. Der ist ja schon relativ schnell. Hier sitzen die Leute, haben Spaß. Ich hätte aber gerne eine Bahnverbindung. Ihr seht, es geht viel los. Und zwar von Straßburg nach Frankfurt nach Düsseldorf. Wahrscheinlich mache ich so. Oder eine Zugverbindung Leipzig-Düsseldorf-Salzburg. Eins von dem. Vielleicht beides. Ich glaube beides sogar. Die Sache ist nämlich die, wenn wir kurz auf die Städte gehen und auf die Größe. Straßburg natürlich nur eins, danach Düsseldorf, danach Frankfurt. Ich hätte gern einen durchfahrenden Zug, der halt einen Zwischenstopp dort macht. Wir haben natürlich Frankfurt als Main Hub. Ja, da kommt gerade die ICE an, lässt mal 8,5 Millionen da. Sehr schön. Sieht das Zugdepot eigentlich anders aus? Nee, ne, das bleibt immer gleich aussehend. Ja, okay. Alles klar, das ist so die Mission. Ich bin echt gespannt, wie es mit Pilsen weitergeht, weil gut, die Züge hier, dieses Öltransportieren, die machen natürlich unfassbar viel Geld, wenn die voll fahren. 130. Hier liegt noch 200, wow. Und der hier nicht so lange fährt, fährt nicht ganz voll. Eigentlich muss ich den konfigurieren. Und noch mehr Cargo, Öl, zack. Beim nächsten Mal kann er dann nochmal 80 mehr mitnehmen. Genau, das ist das. Sonst Frankfurt, ja, ist eigentlich ausgemerkt. Es wird zwar immer mehr, ne, jetzt, weil Pilsen wird mehr und auch hier Düsseldorf mit den, was ist Baumaterial, glaube ich, genau, wird auch immer stärker. Düsseldorf hat jetzt sogar ein Hochhaus. Ey, sehr geil. Das ist so krass, dass wir diese Stadt als letztes... Es sieht so cool aus. Guck dich das mal an. Düsseldorf City, hier geht's ab. Hat jetzt 707, wächst weiter. So krass. Man merkt richtig, hier haben wir es angeschlossen. Dann kam das Baumaterial und die restliche. Wenn wir mal Salzburg angucken. Geht auch auf 600 jetzt hoch. Ey, mega gut. Genau. Das ist das Goal. Ich will jetzt nicht zu viel drumherum reden. Deshalb machen wir das jetzt. Ich würde sagen, wir starten mit einer richtig schönen Bahnstrecke, die von Salzburg nach Düsseldorf nach Leipzig geht. Wir haben ja Leipzig mit Frankfurt eben über den Flughafen verbunden, weil ich würde es einfach gerne machen. Jetzt haben wir auch einen Frankfurter Flughafen und Frankfurt ohne Flughafen fühlt sich einfach ganz falsch an, wenn man ehrlich ist. Die machen auch Plus sogar, das ist so gut. Gucken wir kurz, Diagramme. Gut. Kontostand, die haben wir halt ein bisschen investiert. Man kann noch Diagramme, Ertrag, Gleise, Städte, ja. Sieht irgendwie cool aus. Ich weiß nicht warum, aber ist irgendwie nice. Wie kann man denn... Chart, hier genau. Die Einnahmen. Das höchste war bis jetzt hier 309 Millionen Einnahmen in einem Jahr. Krass. Wir haben auch nämlich... das wollte ich noch zeigen. Sorry. ganz gute Zugkomposition. Genau, der noch schneller ist. 300 km/h. Der kann nämlich nur 280. Hat dafür halt weniger Passagiere. Am meisten Passagiere hat der Dual ab 2014. Das ist der eigentlich der neueste Dual Stocks. Den können wir eigentlich fahren lassen. Wobei 300 km/h ist halt schon nice. Wir machen was ganz Wildes. Wir haben hier Stettin. Das ist eine kleine Einwohnerstadt. Ich würde mal Stettin mit Leipzig verbinden. Und dann so eine große Rundfahrt machen. Oh mein Gott, das ist geil. Wir machen es, wir machen es, wir machen es. Ich guck mal kurz, wie ist denn hier? Reicht es noch? Hier sind so viele Wohnhäuser, die nicht bedient werden. Hier fahren Busse. Dann baue ich Gebäude, Passagier, Busstation. Der fährt momentan hier rum, hier, hier, hier. Das ist okay, aber dann machst du noch einen Zwischenstopp hier. Und dich machen wir weg. Und anstatt da, kommst du dann hier hin. So.
Wir jetzt kurz gucken, Linie. Das ist der Bus Leipzig. Haltestelle hinzufügen. Zack, jetzt passt es schon. Und sonst hast du ja genug. Ja, ja. Ah, ich habe die hier reingemacht. Die sind cool. Die sind cool, richtig noch. Wow, okay. Ah, stimmt, ich habe den Eingang und Ausgang so gemacht, dass sie ich nicht so. Das könnte ich eigentlich auch in Frankfurt machen. Ah, egal, egal, wir machen jetzt erstmal eins nach dem anderen. Ich liebe halt diese Games, weil du halt immer so viel zu tun hast irgendwann. Das macht so Spaß. Wir brauchen auf jeden Fall keinen Kopfbahnhof. Oder? Oder? Oder machen wir einen Kopfbahnhof? Nee, wir machen keinen Kopfbahnhof. Wir drehen. Ich mach mal zwei Gleise und relativ lang und natürlich Hochgeschwindigkeit. Ich weiß natürlich, wie machen wir das? Ich würde natürlich gerne hier dran machen, aber da wäre ein Kopfbahnhof besser. Wir machen Kopfbahnhof. Wir machen einen Kopfbahnhof, scheiß drauf. Machen wir so, weil dann ist die Bushaltestelle auch dafür zuständig. Das ist jetzt richtig schön hier im Wald. Okay. Dann. Ah, das war natürlich jetzt nicht so. Ah, wobei, doch, ist gar nicht so schlecht. Dann haben wir hier Stettin. Mit der alten Bude. Ey, ich finde das so geil. Wir haben halt so. Ah, schöner Bus aber. Da kommt der auch ältere Zug, sag ich mal, mit nur 84 Mann. Wie viel nimmt der mit? 71. Wir haben einen richtig schönen alten Bahnhof, einen alten Zug in diesem kleinen Dorf. Weißt du, dann hast du so die Megacities wie Frankfurt, aber vor allen Dingen auch wie Straßburg mit Hochhäusern und allem. Was hier, weißt du, Stettin. So eine kleine Ortschaft, weißt du, ganz hübsch. Ja, und hier muss ich einmal einhaken. Ich habe jetzt noch eine Weile gespielt, und zwar, ich glaube, eine halbe Stunde, eine Stunde oder so. Nur leider hat das dann mit dem Aufnehmen nicht mehr ganz geklappt. Also quasi ab hier ist das Material verloren gegangen, das Videomaterial. Ich habe halt noch ein bisschen gemacht, ich habe eine Rundfahrt gebaut, das war eigentlich ganz cool. Aber ich habe dann auch gemerkt, als ich dann die Folge beendet habe, ich bin eigentlich ja fertig mit dem Projekt. Ich habe eigentlich alles gemacht, was ich machen wollte. Wir haben die 1000 Personenstadt geschafft und ich denke, das ist dann noch ein guter Zeitpunkt, um das Ganze zu beenden. Nicht ganz so schön, wie ich wollte, weil eben leider noch die Aufnahme eben jetzt weggegangen ist. Ich habe aber einige Projekte am Start, einige Games, die ich spielen will, ganz entspannt. Habe auch ein neues Game entdeckt jetzt diese Woche. Da könnt ihr euch drauf freuen, wenn ihr das schauen wollt. Und ich hoffe aber, das ganze Projekt hat Spaß gemacht. Ich fand es richtig, richtig cool. Ich habe das vor allen Dingen über so einen großen Zeitraum immer wieder gespielt. Und ja, Transport Fever ist einfach ein richtig gutes Game. Und ich meine, wir haben hier nicht mal die Schiffe benutzt. Das ist ein ganzes Feature, was wir einfach durch die Map ja gar nicht gebraucht haben. Ich hoffe aber trotzdem, es hat euch gefallen. Eine schöne Woche, noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal hoffentlich und bis bald.